Ja, wir haben natürlich als Vorschrift, dass wir die Geländeweste tragen im Gelände und das gilt für uns selber im Training auch. Also ohne Geländeweste reiten wir auch nicht über feste Sprünge. Die gibt es mittlerweile auch mit Airbag. Da hakt man sich dann an den Sattel ein und im Falle eines Sturzes oder wenn man sich vom Pferd trennt, löst das Airbag aus und verhindert unter Umständen schwerere Verletzungen. Da habe ich jetzt seit mehreren Jahren die Equi Airbag Weste von USG und brauche sie zum Glück, toi toi toi, nicht so häufig, aber fühle mich damit sehr gut geschützt. Einen Helm trägt man ohnehin, aber meinen Helm zum Beispiel von SamShield ist extra ein Geländehelm, der einen flacheren Schirm hat, weil man sagt, der feste, längere Schirm ist im Falle eines Sturzes unglücklich unter Umständen für den Kopf. Und ja, dann haben wir natürlich das Pferd mit seiner Ausrüstung. Wenn wir Gelände reiten, besteht natürlich immer die Gefahr, dass das Pferd halt mal an den Sprung kommt oder sich beim Galoppieren streift, so dass wir Gamaschen haben, die das Bein etwas mehr umschließen. Wichtig, dass sie leicht sind und luftdurchlässig, weil wir natürlich auf keinen Fall Luftstau oder Temperaturstau haben möchten an den Beinen. Da gibt es sogar Studien zu, die sagen, ab einer gewissen Temperatur hat man schneller Sehnenschäden. Also wenig Gewicht und so luftdurchlässig wie möglich ist für uns da wirklich wichtig. Und dann haben wir natürlich auch Glocken in der Regel, die ich eigentlich fast immer im Gelände auch anlege. Teilweise, um unter Umständen ein Greifen zu verhindern, also dass die Pferde sich das Eisen abtreten, aber vor allem auch, um das Pferd vor dem Ballentritt zu schützen. Das kommt durchaus mal vor. Am liebsten benutze ich da die Geländegamaschen von Veredus, weil sie alle Kriterien für mich erfüllen, vor allem auch nicht scheuern und sich nicht drehen. Und ja, meine Grundausstattung bekomme ich da bei Fundis Reitsport und werde da auch unterstützt, dankenswerterweise, sodass ich mir um die Sicherheitsausrüstung meiner Pferde da keine Sorgen machen muss.